So, wir haben jetzt erstmal. Wo ist die Scherbe? Die soll hier irgendwo sein. Und hier ist noch irgendwo was. Ich bin jetzt hier. Die soll drinnen sein. Ist die im Haus? Moment mal. Oder ist die irgendwo hier draußen? Was ist das hier? Wieso werden da so Kühlchen in Gold und Blau angezeigt? Gut, gehen wir nochmal in die Abschweige rein. Irgendwo muss da ja das famose Blümchen sein. Ja, wir wissen beide, wo es drin ist. Kommt er zu uns? Alter, wieso? So einfach abwarten, bis er wieder weg ist. Hinten geht er. So, wir haben jetzt die Sachen geklaut. Kritischer Langfinger, das ist unsere Errungenschaft. Und haben wir jetzt auch das Ding rausgenommen? Ganz kurz schnell runter. Ach so, okay, ist weg. Perfekt. Nice. Gut. Raus, bevor der das merkt. Hallo. Ich will jetzt nämlich nicht erwischt werden. Also wir haben jetzt hier Items, die sind rot, ne? Das sind die. Die können wir jetzt nicht in normalen, bei normalen Händlern verkaufen. Ein Truhenwächter. Und was ist das? Okay, wir haben jetzt auch wieder so eine Dings erhalten. Wir haben wieder 49 von 70. Das ist echt, echt nicht gut. Aber wir haben das bekommen, was wir wollten. Diese... Hä? Die ist noch immer da. Oder ist die drunter? Wir müssen erstmal hier hin. Das ist auf die andere Seite da, glaube ich. Ach, da ist das Ding. Okay, da müssen wir nachher hin. Ganz nach unten. Und jetzt reden wir hier erstmal mit den Leuten. Meineres 10 Gold. Schön für dich. Passt den Stich hier auf euch auf. Ja, tun wir. Ihr werdet euch einen anderen Ort suchen wollen, wo ihr die Füße hochlegen könnt, Fremder. Stiche ist kurz vorm Hochgehen. Es wird nicht viel länger dauern, bis hier alles auseinanderfliegt. Ach so. Wieso? Was meint ihr damit? Ein neuer Khajiit namens Kasda hat hier das Sagen. Und das lässt der andere gern spüren.
Unter uns gestanden halten die meisten in Stiche nicht viel von Kasdas Führung, aber niemand stellt sich ihm entgegen. Doch dieser hat Gerüchte gehört, dass das Nasi wieder da ist. Und wer ist das? Keine Freundin von Kasda. Das kann dieser euch sagen. Sie sucht Helfer für einen Diebstahl. Oder zumindest sagt man das. Dieser zweifelt daran, dass sie viel Glück bei den Einheimischen haben wird. Niemand will Kasda zum Feind haben. Bei Durchreisenden hingegen... Ich werde mal mit Tasnasi über einen Auftrag sprechen. Zuletzt hatte dieser gehört, dass Tasnasi am Nordrand der Nabe lagert. Aber dieser bezweifelt, dass sie dort lange bleiben wird. Sobald Kasda Wind von ihr bekommt, wird er ihr die Kehle durchschneiden lassen. Okay, und meine andere Frage, was ist Stiche? Das, was hier draußen einer Siedlung am nächsten kommt. Stellt euch Stromfeste am Rand einer Steilwand vor, mit Rum und Pferdedung getüncht. Danach ladet ihr jeden gesetzlosen Banditen und Verbannten dazu ein, dort zu wohnen. Das ist Stiche. Okay, und wer ist Kasda genau? Von diesem habt ihr das nicht gehört. Aber er ist ein Schläger, der sich für einen König hält. Sitzt in der Meiertalburg, zählt sein Geld und lässt seine Schergen Stiche ruinieren. Nun, noch weiter ruinieren. Okay, und Tasnasi? Eine Diebin, die aus der Stadt gejagt wurde, kurz nachdem Kasda alles übernahm. Er ist der Einzige, den es sich in Stiche zu berauben lohnt. Daher würde dieser darauf wetten, dass es bei ihrem geplanten Ding um seine schmutzigen Gewinne geht. Mutig, Kasda so quer zu kommen, aber er will sie ja schon tot sehen. Was hat sie zu verlieren? Gut, das klingt interessant. Das klingt sehr interessant. Ich denke, das werde ich machen. Hallo. Mein hilfreicher Freund. Rigott ist erfreut, euch mit allen Gliedern aus der Wüste zurückkehren zu sehen. Habt ihr das verlegte Paket in Stromfeste gefunden? Ja, ich musste Tadara aber für die Liefergebühr entschädigen. Oh, Rigott hatte die Gebühr ganz vergessen. Genau. Es ist bestimmt ein Schock für euch, aber Rigott vergisst wirklich vieles. Insbesondere an Tagen, an denen er Met trinkt. Was die meisten Tage sind. Keine Sorge, Rigott wird euch das Gold zurückzahlen, sobald wir diese diplomatische Mission abschließen. Gut, hier ist euer Paket. Stiftsvogt Justo von Alabasta, ich bin Rigott von Windhelm. Im Namen des Skaldenkönigs präsentiere ich euch ein Friedensgeschenk von den Nord. Um unsere Kulturen einander anzunähern. Wollt ihr mir ranzigen Kohl schenken? Denn es riecht wie ranziger Kohl. Natürlich nicht. Rigott hat nur die... Dieser übernimmt keine Verantwortung für verlorene Besitztümer. Doch er kann euch gegen eine sehr vernünftige Gebühr eine Tresorkiste vermieten. Was habt ihr denn anzubieten? Reparaturmaterial? Ich denke... Moment, was sind jetzt die Sachen, wo wir geklaut haben? Das sind Sachen, die brauchen wir definitiv nicht. Das kann weg. Die behalte ich mal. Gut, Eisenkohle auch. Das sind Waffen, keine Ahnung, was mit denen los ist, aber das brauche ich nicht. Öh.
Gut, das andere sind jetzt Sachen, die nicht wirklich mehr sinnvoll sind für uns. Also wir haben 7200 Gold, das ist schon viel. Also zumal die hier, die würde ich gerne behalten. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, das, was ich eingelagert habe, ist jetzt nicht das, was... also die brauche ich noch. Wegen dem Plan. Nein, das kann ich nicht machen. Noch nicht jetzt. Ich werde jetzt mal probieren, diese Scherbe hier zu kriegen. Die ist hinter uns irgendwo. Die wird wohl nicht hier oben sein, oder? Ich muss irgendwo hier sein. Ich gehe nicht näher ran, weil sonst falle ich runter. Die haben wir doch hier irgendwo. Hier ist eine eine Brücke. Die muss doch irgendwo da unten sein. Da unten muss die irgendwo sein. Jetzt suche ich mir mal einen Weg, wie ich da hinkomme. Weil hier haben wir ja nur die normalen Wege. Aber es muss auch einen Weg ganz nach unten geben. Und das hier sieht sehr vielversprechend aus. Und lebst du wieder? Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr diese ruhig posten. Mein, was ist denn das hier unten? Oh, cool. Nice. So, hier war die nicht. Das heißt, die muss da oben irgendwo sein. Ah, hier ist die Scherge. Nice. Gut, die andere holen wir uns jetzt mal. Also ich finde es mit den Addons hier echt gut. Also die gefallen mir wirklich. Das hilft einem enorm, wenn man alles sieht, wo alles ist. Und das nimmt einem aber auch nicht die Spannung weg, finde ich. Weil ich bin jemand, der gerne entdeckt. Und ich finde es immer problematisch, wenn man beim Entdecken immer so viel rumreisen muss. Und so viel finden muss, was man nicht finden kann. So, die hatten wir da hinten. Dann haben wir jetzt noch eine hier vorne irgendwo. Und ja. Die muss weg sein. Die kann doch nicht drinnen sein, oder? Wenn ich jetzt hier hingehe, dann wandert die... Von hier. Moment. Oh. Da ist ein Drache.
hier oben irgendwo. Die ist hier drunter. Okay, aber da war ich. Ich war da drinnen. Und ich war auch im Keller. Hallo, Autaid. Der Typ läuft hier rum, okay. Die Kiste habe ich mitgenommen. Oder habe ich hier noch irgendwas im... Habe ich hier irgendwas dabei, was... Das kann doch nicht sein. Wieso wird die Scherge so angezeigt? Hä? Hier war eine Kiste, die ich ausgeraubt habe. Wieso zeigt er die jetzt hier so an? Hast du vielleicht eine Ahnung, wieso das jetzt so angezeigt wird? Weil da stand eine Kiste, die habe ich ausgeraubt, also die habe ich gestohlen. Aber irgendwie, ja, verschwindet diese Marke nicht hier. Und auch nicht oben das Scherbensymbol. Schon komisch. Ich glaube, oben ist ja auch nichts hier an dieser Stelle, ne? Ja, das kommt vom Addon, dieses Symbol. Aber, hier soll eine Himmelsscherbe sein. Aber irgendwie... Ja, ist die weg. Und das Symbol ist immer noch da. Oder ist das normal? Gibt es irgendwo eine... Eine Legende? Ah, hier. Was ist das für ein Symbol? Ist das hier etwa... Ein gesetzlosen Unterschlupf. Okay, gut. Okay, hab verstanden. Ja, das ist das. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist das hier. Was ist das? Diese blauen, lila und gelben Kügelchen, die da reinfallen. Also, wir müssen hier noch was anderes machen. Wir haben jetzt noch Quests und das sind die... Also, der Drache fliegt wieder rum. Da will ich hin. Tanazai, dafür muss ich rüber. Ich reise jetzt erstmal nicht schnell, weil, dann wird die nächste Reise wieder teurer. Und wir sind ja eh schnell da, von daher ist es egal. Gut, dann habe ich jetzt mal die Diebesgilde bestohlen. Was nicht schlimm ist. Sie haben sie auch gestohlen. Ach, die hier. Da habe ich mich vorher schon gefragt, wer das ist. Schön. Hallo, Tasnasi. Tasnasi kennt euch nicht. Das ist gut. Sie kennt jeden in Stiche. Wer nicht auf Kastas Gehaltsliste steht, lässt sich an einer Hand abzählen. Diese hat einen Auftrag, den sie gerne vergeben würde. Ein unbekanntes Gesicht wie eures ist genau das, was sie braucht. Ja, und welcher Auftrag ist das? Kasta, der Dungfresser, der in Stiche herrscht, hat einen Goldvorrat unter der Meiertalburg. Den will Tasnasi für sich. Für uns. Falls ihr Interesse habt, müssen wir bald loslegen. In Stiche geht es jeden Tag schlimmer zu. Kasta könnte verschwinden und sein Gold mit ihm. Ja, klar, ich bin dabei.
Kasta etwas wegzunehmen ist kein Verbrechen. Sein Vorgänger, der Stürmische Dasalso, hat das Gold eingesammelt. Kasta suhlt sich nur darin wie ein Schwein im Schlamm. Ein grausames, dummes Schwein. Jetzt lässt er Stiche langsam den Bach runtergehen. Das ist nur seine gerechte Strafe. Ich bin dabei, Kasta, das Geld zu klauen. Wir brauchen auch Tasnasis alte Truppe. Wole, Seraine und Nastar. Wole hat gerade einen Auftrag für Yubani erledigt. Er dürfte in ihrer Schrottwerkstatt sein. Seraine ist wahrscheinlich im Kropfschluck und Nastar jault irgendwo herum. Wir treffen uns im Gedärm, am Grund der Narbe. Okay. Und können die mir etwas erzählen über die Leute, die ich rekrutiere? Über wen wollt ihr etwas wissen? Ja, Wole. Der verdammt nochmal beste Mechanist diesseits der Nebenbucht. Kein gewöhnliches Talent für einen Waldelfen. Das weiß diese. Doch es ist die Wahrheit. In Kastas Festung nutzt man sonderbare Apparaturen, um ungebetene Gäste draußen zu halten. Wole ist unser Weg durch sie hindurch. Nice. Und, Serene? Vielleicht nicht die vornehmste Magierin in Elsweyr, aber die beste, die Tasnasi in Stiche wahrscheinlich kriegen kann. Sie steckt ihren Kopf zwar lieber in eine Flasche als in ein Buch, aber sobald sie erst einmal ausgenüchtert ist, wird sie für ein unbemerktes Erreichen der Schatzkammern von unvergleichlichem Wert sein. Na, das hört sich gut an. Und Nasdaq? Der alte Adept war zu seiner Zeit eine richtig große Nummer. Tasnasi hat gehört, dass er mit seiner kleinen Kralle einen Felsbrocken spalten konnte. Er kämpft nicht mehr viel, aber er hat noch einige imposante Manöver drauf. Diese hat sie mit eigenen Augen gesehen. Seine Bewegungen sind fließend wie das Wasser und so leise wie der Wind. Das hört sich nach einer guten Truppe an. Und reden wir mal über was anderes. Macht schnell. Es gibt noch eine Menge zu tun, bevor wir Kasta um seine Reichtümer erleichtern. Ja, ich will mal mehr über den wissen. Niederster Abschaum. Kasta erstritt sich seinen Weg an die Spitze von Stiche durch Verrat und Furcht. In Stiche kennt man kein Gesetz. Doch unter dem stürmischen Dasalso war es wenigstens recht friedlich. Man hatte ein gemeinsames Ziel. Jetzt verfällt alles in Anarchie. Kasta wird dem keinen Einhalt gebeten, er will es ja so. Und wer war der Dasalso? Der Anführer von Stiche, vor Kasta. Er ist tot und vergessen, ihr braucht nur eines zu wissen. Was früher sein war, gehört nun Kasta. Und bald schon uns. Ja, erzähl mir aber auch mal über Stiche. Ein Unterschlupf für Gesetzlose in Form einer Stadt. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Was wollt ihr denn wissen? Nun, Yubanais Schrottwerkstatt zum Beispiel. Der Anschein eines gewöhnlichen Betriebs für die Hehlerin Yubani. Ihre Bande plündert und sammelt in der gesamten Narbe alle möglichen Gegenstände. Sie hat die Neigung, einer Bandari Schrott für einen viel zu hohen Preis zu verkaufen. Hm. Und was ist der Kropfschluck? Das, was in Stiche als Taverne durchgeht. Die Averno-Zwillinge leiten von dort aus eine Unternehmung für Geld und Pfandleihe. Lasst euch von ihnen bloß keine Gefallen abschwatzen. Sie mögen harmlos wirken, aber bei diesen beiden hat alles seinen Preis. Und am Ende bezahlt jeder. Mhm. Und das Gedärm? Die Kanalisation unter der Meiertalburg. Dort können wir uns treffen, ohne ungewollte Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Und sobald ihr erst einmal dort ankommt, wird euch auch klar sein, warum. Hm, das hört sich gut an. Gut, ja. Gründlichkeit ist eine ungewöhnliche Tugend in Stiche. Macht nur und fragt. Ja, ich bin fertig. Okay, da haben wir ja was zu tun. Die Leute, die wir jetzt rekrutieren, sind alle hier in der Gegend. Nice, das hört sich nach einem Plan an.